Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot. Es ist nur rot, es ist nicht Feuerrot. Mist, du hast recht. Es hat sich irgendwie in mein Hirn eingebrannt. Ah! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rot. Ja, wir sind wieder zurück. Wir sind auf dem Weg zu Bills Haus. Ja. Und aus gegebenem Anlass möchte ich diese Folge mit einer sehr wichtigen Frage beginnen. Oh. Svante, würdest oder würdest du nicht sagen, dass Lil Wayne einer der besten Gitarristen der Welt ist? Ja, also ich würde sagen, er hat schon sehr hohes Potenzial. Also es gibt so andere Gitarristen, die ihm einfach nicht nachstehen können. Okay, ich meine, seien wir ehrlich. Welche Gruppen haben Gitarristen, die bessere Musik machen? Slayer? Nein, Slayer hat keine besseren Gitarristen als Lil Wayne. Wer ist Slayer? Wer sind diese Slayer, von denen du da sprichst? Ich kenne nur meine Lieblingsgitarristen Lil Wayne und Skrillex. Slayer, more like Schrott, am I right? More like Thrash Metal, more like Trash Metal, am I right? Vogel hat leider gerade ziemlich aufs Maul kassiert. Das ist nicht so geil. Stimmt, aber ich muss eh Onigiri leveln. Von daher ist das Ganze etwas weniger tragisch, als es sein könnte. Ich komm nur zum Üben hierher. Was machst du so? Zum Gitarre üben, weil du so schlecht spielst, dass deine Eltern dich nicht im Haus üben lassen wollen. Ich bin ja eigentlich gerade im professionellen Shredden. Wie viel macht denn Onigiri Schaden? Ja, schon mal ist gut. Wie viel kassiert denn Onigiri? Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Ja. Und dann kannst du ja währenddessen schon mal die Geschichte aus deinem Leben erzählen, wo du professioneller Gitarrengott warst. Ja, ich meine, wir haben ja schon etabliert, dass ich Buddhist geworden bin und wieder geboren wurde. Ja, aber das war noch davor. Und untot. Eben, das war untoter davor. Untoter Zombie-Buddhist. Das war sogar vor meiner Zombie-Zeit. Damals in den Anfängen des Metal war ich ein ganz großer... Der Hart-Metall-Musik. Der Metal der harten Sorte. Eurovision Song Contest. Großartig. Ah, Israel hat ja gewonnen. Ja, das Lied wurde ziemlich gehatet, was ich tatsächlich zu einem gewissen Ausmaß nachvollziehen kann, weil zum Beispiel der Künstler, der von Deutschland geschickt wurde, dessen Namen ich leider vergessen habe, wesentlich besser klang. Was für ein Lied hatten wir überhaupt? Ich will jetzt nicht singen, weil ich möchte eure Ohren nicht zerstören, aber... Hörst dir nach der Folge mal an. Aber es war auf jeden Fall nicht sonderlich schlecht. Okay. Ich meine, es lag... Zumindest im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre dahin geschickt haben, war es tatsächlich ziemlich passabel. Ja, wie gesagt, ein Problem. Haben wir nicht sogar schon mal über dieses Thema geredet letztes Mal? Ich glaube, wir haben das mal so angeschnitten gehabt, ja. Und wir haben nie richtig drüber gesprochen. Ja, mein persönliches Problem ist eben, dass die Eurovision Song Contests nicht mehr von der eigenen Nation gehypt werden. Und dann. Ja, das ist. Ich glaube, da hatten wir es aber nicht im Let's Play drüber. Ich glaube, da hatten wir es privat drüber. Echt, hatten wir es privat drüber? Oder wenn dann im Windbreaker Let's Play, das ist eh nochmal. Ist sowieso was ganz anderes. Ganz andere Zielgruppe. Ja. Nein, es ist die gleiche Zielgruppe, aber es ist einfach was ganz anderes. Komplett andere Zielgruppe. Das ist wie wenn ich in einem Apo-Red-Video was sagen würde und dann in einem Gronk-Let's-Play und dann erwarten würde, dass dieselben Leute hören. Nein. Dafür müsstest du es aber erstmal sowohl zu Gronk als auch zu Apo-Red schaffen. Point. Quacknarre. Auf jeden Fall ging es darum, dass ja, selbst wir nicht mehr wissen, mit welchem Song eigentlich Deutschland antritt, weil das eben einfach nicht hochgehypt wird im Volk. Das wird. Ich weiß nicht, ich kann aber auch daran liegen, dass ich einfach kein Radio höre. Nee, ich meine, ich höre ja auch ein wenig Radio und da kommt sowieso die ganze Zeit nur Despacito.
Das stimmt, im Radio läuft eh immer dieselbe Grütze, das kannst du dir nicht anhören. Ganz ehrlich, da nehme ich eine CD mit ins Auto und habe eine größere Auswahl an Musik. Ja gut, das hast du dann. Eine ganz normale 12-Track-CD. Mit der Spieldauer eine Stunde. Hat mehr Varianz als ein Radiosender heutzutage. Ich meine, die Radiosender wiederholen sich alle 2 Stunden. Ja, nee, aber das stimmt. Ich habe zum Beispiel... Gut, doch damals, als die... Wie hieß die, die so verkackt hat für Deutschland, die Ghost gesungen hat? Hieß das nicht Black Smoke oder so, das Lied, wo sie 0 Punkte für bekommen hat? Die Ghost gesungen hat. Ghost weiß ich nicht mehr genau. Wer da, Auf jeden Fall habe ich das Lied öfter im Radio gehört, aber ich wusste nicht, dass es für den ESC ist. Ich meine, es ist doch auch ganz okay. Solange es gehypt wird, muss man ja eigentlich nicht mal wissen, dass es für den ESC ist, denn Deutschland kann ja sowieso nicht für Deutschland stimmen. Ja, aber der Song war eh ziemlich schlecht. Ja gut, dann. Ja, aber der dieses Jahr war tatsächlich recht gut. Und der von Israel wird voll gehatet, wird alle so voll gekauft und so. Was ich zu einem gewissen Ausmaß nachvollziehen kann. Ja, ich meine, die Sache mit dem ESC ist halt, dass er auch zu politischen Zwecken zweckentfremdet werden kann. Absolut. Und dass die eben eher dafür überzeugt waren, dass sie ein Statement setzen wollen, jetzt nachdem ja sogar Amerika... Möchtest du ein bisschen lauter sprechen? Nachdem jetzt sogar Amerika... Du sollst nicht näher ins Mikrofon reingehen, du sollst einfach lauter reden. Wieso, wenn ich näher dran bin, hört man mich auch besser. Ja, aber dann übersteuerst du wieder. Ach ja, gut. Auf jeden Fall sogar Amerika hat ja inzwischen Israels Existenz anerkannt. Aber das hat Trump ja einfach so nebenbei gemacht. Ja, ich weiß, aber trotzdem, dass die jetzt immer weitergehen und jetzt sogar dafür sorgen, dass Israel Gewinner des ESC ist, was natürlich bedeutet, dass der nächste ESC in Israel stattfinden wird. Was ich übrigens ein bisschen komisch finde, ist das eine der ersten Eurovision Song Contests, die nicht mal in Europa stattfinden? Nein, es gab mal einen in Aserbaidschan. Echt? Ja, ja. Stimmt. Aserbaidschan. Gab's nicht noch einen in Dubai? Das weiß ich nicht. Ich bin mit der ESC-Lore nicht so vertraut. Ich glaube, Saudi-Arabien hat ja auch mal gewonnen. Keine Ahnung. The Damage Remix. Dün. Keine Ahnung, ja, aber der ESC, der ist ja schon lange mit. Die letzten guten Gewinner waren Lordi. Rock, Halleluja. Wie sind wir jetzt eigentlich auf den ESC gekommen? Achso, weil du meintest, Weil wir über Metal der harten Sorte geredet haben. Stimmt, weil die diese Metal-Band, die da war, als Metal-Band der harten Ungarn, Sorte. Die Ungarn wurden als Metal der harten Sorte beschrieben, obwohl es nur ganz normaler Metal war. Es war nicht mal Heavy Metal. Es war nicht mal guter Metal. Das ist Meinungssache. Sie waren okay, aber sie waren irgendwie... Konnte man sich anhören. Ich habe mitgekriegt, dass sie tatsächlich nach Wacken kommen. Waren die nicht sogar schon mal auf Wacken? Ich weiß es nicht. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Möchtest du Bill sprechen? Dann spreche ich halt Bill. Wo ist denn Bill? Bill Nye, the Science Guy. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist dein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Nein, ciao. Nein? Komm schon, ich stecke in wirklich ernsten Schwierigkeiten. Also hilfst du mir bitte, okay? Danke, ich gehe nicht. Oh, das Spiel gibt uns gar keine Auswahlmöglichkeiten mehr. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Beim ersten... Mitose! Zellseparator! Die Frage ist, was ist aus dem Pokémon geworden? Ich bin jetzt kein Pokémon mehr. Hässlich bin ich trotzdem noch. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir echt was gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Dabei hält ein Boots-Ticket. Nein, also das heißt Boot. Ein Boot. Das wird mit Doppel-O geschrieben, ein Boot. Sein Boots-Ticket. Du
musst lesen. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Die Anne heißen. Das sind die Auflagen. Sie haben sich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag so viel Trubel nicht. Er hasst Menschen, genau wie wir. Ich mag ihn. Ich mag Steine. Hättest du Lust, hinzugehen? In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Ja, ja, ich hab grad so ein Déjà-vu. Jeff. Do you ever get that feeling of Déjà-vu? Kann ich mir jetzt deine Pokémon angucken? Auf dem PC läuft dein Programm zur Steuerung des Teleporters. Nein. In späteren Generationen, also in Feuerrot und Blattgrün, kann man sich die Pokémon auch angucken. Hm. Da kriegt man dann die Evoli-Entwicklungen für den Pokédex. Ah, nice. So, ich muss mich hier gleich noch mal ganz kurz durch die restlichen Trainer schlagen, die ich nicht bekämpft habe, aber ich will davon meine Pokémon heilen. Ist da jemand müde? Möglicherweise. Nö, ich stehe heute Morgen ganz früh auf, dann können wir ganz viel aufnehmen. Das Ergebnis, Herr Daro steht erst um 2:30 auf. Wir haben nicht mal 2:30. Das würde ich jetzt... Lügenswante! Lügenkresse. Ja, du hast schon bis 1 ungefähr gepennt. Das ist absolut richtig, aber ich bin Student, ich darf das. Einstellige Uhrzeiten sind nicht zum Aufstehen da. Hm. Eigentlich darf ich das. Ich hab jetzt das Abi quasi geschafft. Noch hast du die Ergebnisse nicht. Noch. Aber so schnell kann ich es auch nicht mehr ändern. Ja, doch, nächstes Jahr. Habe ich gegen dich schon gekämpft? Nein, ja, ich nicht. Oh, was ist so, Bill? Aber erst wenn gekämpft. You wanna fight, boy? Ich bin übrigens eine Frau. You wanna fight? Look, it's DJ Adipositas. DJ Adipositas ist in der Haus. Haus ist voll. Den hatten wir auch schon. Ja. Mehrfach wahrscheinlich sogar. Mist. Irgendwie gehen uns die Witze aus. Dann machen wir jetzt einfach eine Game-Episode. Let's Game Pokémon Rot. Let's go. Bin ich dabei? Finde ich. Es heißt nicht Let's Go, es heißt Let's Game. Let's Yawn. Das heißt ja auch nicht Let's Spiel. Let's Spiel Pokémon Rot. Ah. Den. Herzlich willkommen auf dem deutschen Volksempfänger. Wir spielen heute Pokémon die rote Edition in einem Lasst uns spielen Format. Oh Gott. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Holt mich hier raus. Ich will ein Phlegmon. Du kriegst aber keinen Phlegmon. Phlegmon ist eins der coolsten Pokémon, die es gibt. Es hat sogar einen eigenen Song von Nintendo gekriegt. Wir müssten es dann aber auch lustig benennen. Ich meine, zugeben, wir haben noch kein Pokémon, das wir Gyros genannt haben. Richtig. Zumal Phlegmon-Schwänze ja wohl in der Welt der Pokémon ein... Oh, habe ich verkackt. Den hätte ich eins davon weiter unten pullen sollen. Oh no. Eine Delikatesse sind. Ja, absolut darum richtig. Darum werden ja auch gerne Phlegmon-Schwänze von Muschelmonstern gefressen. Ja, das ist richtig. Phlegmon-Rute ist tatsächlich was in Johto sehr gerne gegessen wird. Da gibt's auch einen Zwischenfall, wenn du Pokémon Gold und Silber spielst, wo Team Rocket den Phlegmon-Brunnen besetzt, okay. Die Phlegmon leben, und den Phlegmon den Schwanz abschneidet und verkauft. Oh. Ja, richtig. Genau das. Ja, die Frage ist, wächst der Phlegmon-Schwanz nach? Oh. Es soll wohl sehr lecker sein, habe ich gehört. Die Frage ist, ist das denn eine verbotene Delikatesse? Denn es ist ja eigentlich quasi schon confirmed, dass in der Welt der Pokémon auch Pokémons gegessen werden. Natürlich werden Pokémons gegessen. Es gibt ja keine anderen Tiere, die man essen könnte. Eben. Also die große Frage ist dann natürlich, dieser Phlegmon-Brunnen, war das theoretisch nicht einfach nur eine Phlegmon-Farm? Ja, nee, die leben da natürlich.
Okay, die leben da natürlich. Das ist am Anfang von dem Brunnen, ist halt ein unterirdischer See und an dem leben halt die Fleckmon. Und Team Rocket dachte sich so, geil! Ja gut. Eine unterirdische Farm für uns. Aber was glaubst du, wird es in der Welt der Pokémons auch Fleckmon-Farmen und so weiter geben? Also wirklich Farmen, wo man nur Delikatessen-Pokémon züchtet? Ich denke nicht. Also das... Man sieht im Verlauf der verschiedenen Generationen die ein oder andere Tauros- und Miltank-Farm. Mhm. Aber Fleckmon-Farm, nee. Vielleicht ist es zu viel Aufwand. Ich glaube, das wäre auch zu brutal, tatsächlich. Wenn es Farmen gibt, nur um Fleckmon zu züchten, um denen dann den Schwanz abzuschneiden. Oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Dass das zu hart ist. Meinst du? Ja, ich meine, zugegeben, es ist natürlich ein bisschen krass, dass man Fleckmons züchtet. Klar, das ist auch so eine Sache, die wird natürlich nie erwähnt in Pokémon-Spielen. Natürlich. Von wegen des Essen von Pokémon. Aber es gibt keine Tiere, die man irgendwie essen könnte. Ja. Es müssen Pokémon sein. Oh Junge, jetzt ein gegrilltes Taubsi. Lecker. Schmeckt wie Hühnchen. Aber die Frage ist, was ist Hühnchen? So etwas gibt es bei uns nicht. Was ist dieses Hühnchen, von dem du da sprichst? Schade. Ein Ruckzucki. Ja, die Frage ist dann auch, so Muschas oder so? Ja, ist wie Austern. Ja, natürlich. Ja, stimmt, aber ähnliche Sache. Austernfarmen zum Beispiel. Man züchtet sich ja Austern, nur damit man am Ende die weichen Innereien essen kann. Ja, richtig. Aber die Menschheit ist auch brutal. Meinst du, die Menschheit im Pokémon-Spielen ist genauso brutal? Natürlich. Naja, es gibt ja die Theorie, sie lassen zum Spaß ihre Haustiere gegeneinander kämpfen. Da ist nur organisiertes Hundekämpfen und Hahnenkampf. Du hast einen argumentativen Punkt. Es gibt ja auch die Theorie, dass die erste Generation nach einem großen Pokémon-Krieg spielt. Mhm. Nachdem ja einer erzählt hat, dass ein Pokémon ihm das Leben gerettet hat im großen Krieg. Achso, das ist Major Bob, ja. Eben. Aber Major Bob ist ja generell Soldat. Eben. Der hat eine Soldatenuniform an. Natürlich ist der Typ Soldat. Er heißt Major Bob und ein Major ist ein Soldat. Das ist absolut richtig. Nein, es ist ja auch so, dass es fast keine Männer mittleren Alters gibt in Kanto. Stimmt, es gibt nur Alte und Junge. Alte Männer, junge Männer ist, was und mit den, Frauen. Und dicke Männer. Was ist mit den Wanderern? Ja, die waren halt in den Bergen, als der Krieg war und... Die wurden ausgemustert, die wurden, weil sie zu übergewichtig, ja, waren. Und haben deswegen halt überlebt. Ja. Weil die halt nicht an der Front waren. Ganz genau. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich aber sagen, gegen Misty kämpfen wir in der nächsten Folge. Ei, ei. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und adios. Du sollst ciao, ciao sagen. Ciao, ciao.